Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Die geht Auslöschungsspezialfolge. Und genau darum geht es auch. Wir müssen in diesen drei Sektoren noch die Gate auslöschen. Weil hier im Armstrong-Nebel den skylianischen Randsektoren dafür sorgt, dass. Ja. Chaos und Zerstörung. Treagir ist ein winziger Eiszwerg mit einer dünnen Atmosphäre aus Xenon und Krypton. Die gefrorene Oberfläche besteht hauptsächlich aus gefrorenem Wasser und Ammoniak. Durch kryovulkanische Aktivitäten entstehen auf der Oberfläche immer wieder neue Lagen Eis. Ich habe Lithium entdeckt. So, Teshaka. Teshaka ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. In der Vergangenheit wurde der Planet häufig als Antriebsentladungspunkt von Piraten genutzt, die aus dem Terminus-System heraus die menschlichen Siedlungen heimgesucht haben. Im Jahr 2178 hat die Allianz ein Netzwerk geheimer Sensoren auf den Teshaka-Mond installiert. Die Aufzeichnung der ÜLG-Abflugvektoren der Piraten über einen Zeitraum von 6 Monaten führte die Allianz auf die Spur 8 größerer Piratenstützpunkte. Seit der Teshaka-Operation wurden im Hong-System keine Schiffe mehr aus dem Terminus-System gesichtet. Matar. Der kleine terrestrische Planet Matar hat eine dichte Atmosphäre aus Stickstoff und Krypton. Die kalte Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Natriumoxid und Vorkommen Kupfer. Aufgrund der extrem gefährlichen Oberflächengase müssen Forschungsteams hier sehr vorsichtig agieren. Matar verfügt über kein Magnetfeld, deswegen kann hier ein Schiff seinen ÖLG-Antrieb nicht aus dem Orbit heraus entladen. Die energiegeladenen Solarwindpartikel aus dem Hong-System streichen die obere Atmosphäre und ionisieren das Krypton. Dadurch erhält der Planet seine unverwechselbare grün-weißes, mintfarbenes Aussehen. Wir haben eine Materialieninschrift gefunden und gehen nach Kaspin. Kaspin ist eine klassische terrestrische Vorläufergartenwelt mit den gleichen Umweltbedingungen wie auf der Erde vor einigen Millionen Jahren. Die feucht-heiße Atmosphäre besteht maßgeblich aus Stickstoff und Kohlenstoffdioxid. Auf der Oberfläche befinden sich zunehmend Lebensformen wie einfache Flechten und Algen aus. Sollten sich keine unvorhersehbaren Katastrophen ereignen, werden diese kleinen Pflanzen in den nächsten Jahrtausenden die Atmosphäre in einen Stickstoff-Sauerstoff-Gemisch auf der Erde verwandeln. Aufgrund seiner potenziellen Eignung als Lebensraum für bewusstseinsfähige Völker wurde Kaspin vom Zitadelrat als galaktisches Schutzgebiet eingestuft. Landungen sind hier gesetzlich verboten und jede Art der Störung des fragilen und jungen Ökosystems, Zitate, schrafen bis zur Inhaftierung nach sich. Zurzeit driftet der Planet durch den Trümmerschweif eines sehr alten Kometen. Wir werden übrigens trotzdem darauf landen. Ja. Und Pomal. Pomal ist ein riesiger terrestrischer Planet mit einer sehr dichten Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Natrium. Die hauptsächlich aus Natriumoxid und Nickelvorkommen bestehende Oberfläche ist Sengetals. Es gibt wissenschaftliche Hinweise darauf, dass es auf Pomal früher große flache Meere gegeben haben muss. Für den Fall, dass einmal eine Sonde hier dorthin entsandt werden sollte, wäre eine Untersuchung auf fossile Beweise für Lebensformen vermutlich erfolgreich. So. Landen illegalerweise auf Kaspin. Nehmen mit Ördnogodliama. Ja. Okay, fuck the police ist hier angesagt. Erstmal hat sie eine Anomalie da links. Aber was ist mit diesen ganzen Meteorienschauern los? Warum sind die da? Ich sehe nichts, mein ganzer Bildschirm ist gerade irgendwie geblendet, weil da Licht von den Wolken kommt. Da muss man gleich die Gardine ein bisschen zuziehen. Obwohl, schön ist. Ah, ein bisschen schönes Wetter zumindest ist. Mensch, wo setzen die hier denn die Anomalien hin? Das ist so unfassbar. So. Ah, hier natürlich.
Okay. Nice. So, was haben wir denn da? Artefakt bergen. Ein D-Tag gefunden. Unter dem Sender befand sich das IT-Tag von Captain Sine. Wir konnten keine Hinweise darauf finden, warum und von wem es hier in der Erde versteckt wurde. So. Da ist auch ein anormales Signal. Ja, das ist der Hammer. Dass der auch die Federung nicht kaputt geht von dem Ding, ne? So. Alter, warum müssen das denn solche Kackberge sein? Was hat denn das für ein... Alles in dem Computerspiel macht ja Sinn eigentlich, ne? Also nicht Sinn im logischen Sinne, sondern Sinn für den Erwerb des Produkts und für den Spielspaß. Eigentlich. Was haben diese Berge noch zu tun? Das ist Kacke, ist das. Das ist einfach Scheiße. Du sorgst damit eigentlich nur für Frust. Du musst dich länger auf dem Planeten aufhalten. Das sieht nicht wirklich schöner aus. Das macht nicht Spaß. Du bist nicht begeistert von diesen Bergen. Ich sag dir, es gibt aus 1000 Leuten vielleicht 5, die das okay finden, dass das so Berge sind. Der Rest findet das einfach nur Scheiße, weil das Scheiße ist, Mann. Ja, oh, da wurden wir getroffen. Ja, okay. Okay, okay, okay. Ach, das ist normal. Okay, Kampfläufer. Wissen wir ja, was ist da los? Besser ein Kampfläufer als ein Eiskunstläufer, ne? Was haben wir denn hier? Ja, ne, Hammer. Hier ist nichts. Okay, dahin. Ist das die Richtung? Also ganz grob. Wow, noch mehr Gebirge da hinten. Ich bin ja begeistert. Wow. Ja, nice. So, ich denke, wir müssen einfach nur an diesem Berg da vorbei. Das ist halt echt ätzend. Blockiert, natürlich. Weil das so sehr nützlich ist, dass das hier schon blockiert ist. Und ich dann einfach nur 10 Stunden auf dieser Karte aufhält, damit ich weiß, wo das ist. Alter, diese Steuerung von Markus, einfach für den... Wie
Haben wir? Yes. Wo lebt da denn noch einer? Lebt da überhaupt noch einer? Okay. Wir müssen zu Marco. Teil eines großen Planes, was Shepard da gesagt hat am Anfang. Ganz ehrlich, warum haben die denn sonst einen riesen M1 hier stehen? Das war Nummer 2. Auf zur nächsten Wand. Haben wir. Weitermachen. So. Drekshkova, der Russenplanet. Hier ist Russland entstanden. Mavinor. Mavinor ist der zweite der Außenwelten Drekshkovas. Aus diesem felsenden Eisenplaneten gibt es zwar einige Vorkommen gefrorenen Wassers, aber keine nennenswerten Mineralien. Die gefrorene Oberfläche besteht aus Silikaten. Wie bei dem Gasgiganten Sormarelon geht man auch bei Mavinor davon aus, dass sich der Planet sehr nah den Drekshkova-Stern gebildet hat. Durch die Schwerkraft nach außen gesteuert wurde und so weiter und so fort, weil es nicht weiter steht. Gemäß Computermodellen wird der Planet schon in wenigen hunderttausend Jahren aus dem System herausgeschleudert. Sormalon ist eine der zwei äußeren Welten Drekshkovas. Der weit vom Zentrum des Heimatsystems entfernte gelegene Planet ist gekennzeichnet durch instabile elliptische Orbitalkreise, die sich in einer Entfernung von 3 astronomischen Einheiten zu den Binärsternen gebildet haben könnten und dann in ihre instabile Lage nach außen gedriftet sind. Sormalon ist ein Wasserstoff-Helium-Gasgigant mit beträchtlichen Spuren Natrium in der oberen Atmosphäre durch die der Planet seine spezifische graue Farbe erhält. Tegois ist eine terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Chlor und Krypton. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Silikaten mit Vorkommen Kohlenstoff. Tegois hat für seine Größe eine geringe Masse und ist bezüglich der Schwerkraftverhältnisse an den Stern Drekshkova A gebunden. Die Temperaturdifferenz zwischen der Sonnenseite, dem Hitzepol, und der Schattenseite, dem Kältepol, sorgt für konstante, heftige Stürme auf dem Planeten. Wir haben Quecksilber entdeckt. Hunsalra ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. In den oberen Atmosphärenschichten befinden sich ungewöhnlich hohe Konzentrationen an Stickstoff, die lila Farben aufleuchten, wenn sie von den Solarwinden ionisiert werden. Weil Hunsalra ein beliebter Ort für die Entladung von Schiffsantrieben ist der Planetenorbit voller Trümmer und Schrott, der von den jeweiligen Schiffscrews hier entsorgt wurde. So, Patamalros. Die Atmosphäre von Patamalros ähnelt hinsichtlich der Druck- und Temperaturverhältnisse jener der Venus. Aber anders als bei der Venus enthält die Atmosphäre von Patamalros bedeutende Mengen Sauerstoff, sowohl in freier als auch an Schwefeldioxide gebundener Form. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Magnesium mit Vorkommen Kohlenstoff. Es ist durchaus möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass sich auf Patamalros eine einfache Lebensform entwickeln könnte. Mithilfe von Computermodellen wurde errechnet, dass die starken Solarwinde der Drekshkova-Sterne die Atmosphäre von Patamalros in ein paar Millionen Jahren davon wegen werden und so die Temperatur auf der Planetenoberfläche auf minus 70 Grad sinken könnten. Wir haben Iridium entdeckt. Und da ist noch Antibar. Antibar ist eine kalte terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Methan und Argon. Die Permafrost-Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Eisen mit Vorkommen Magnesium. Diese Welt gilt als aussichtsreiche Plattform für ein langfristiges Terraforming. Wenn die Atmosphäre auf das Niveau der Erde verdichtet werden könnte, würden die mittlere Temperatur des Planeten um 10 Grad ansteigen, das heißt von minus 34 auf minus 24 Grad. Durch die Kombination aus kalten Temperaturen, mächtigen Oberflächenwinden und schlechten Sichtverhältnissen ist es gefährlich, Antibar zu Fuß zu erkunden. Okay, wen nehmen wir mit? Wir nehmen
Ödnak und Liava. Nein, Ödnak und Tali mit. Und eine weitere Marco-Version, ich freue mich. Das ist ja auch nicht wieder so einfach repetitives Missionsverändern mit einem jeweils nur anderen Planeten. Nö. Aber das sieht wenigstens nach einem relativ flachen Planeten aus. Das ist ja ein Fortschritt. Und warum sollte ich auf diese Idee kommen, einen Planeten zu Fuß zu erkunden? Ist das nicht irgendwie ein bisschen... Weiß nicht. Langsam? Wow, ein Dreschlund. Nein, 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 nicht wieder in den Boden. Das war einfacher als gedacht. So. Ein Wrack. Entdeckung. Das Fahrzeug und die Leichen der Menschen tragen deutliche Zeichen von Geth-Waffenfeuer. Die Geth wurden von Dreschlund in die Mangel genommen. Sie haben es wohl auch nicht besser verdient. Schön. Was haben wir da? Einen zweiten Dreschlund? Ich würde es Mass Effect zutrauen, dass einfach nochmal was beipacken. Hier ist eine proteanische Ruine. Das ist ja der Hammer. So, Bergen. Proteanische Daten ist gefunden. Bei der Durchsuchung der Ruinen haben sie eine proteanische Daten ist gefunden. Sie muss von einem der vielen Opfer des Dreschlunds fallen gelassen worden sein. Okay. Und wieder über den halben Planeten. Ich hoffe, wir haben Winterreifen dabei. Es ist so ewig lang dauernd hier. Warum blinkt unser Fahrzeug? So, wir haben immerhin die Hälfte der Strecke geschafft. Ja. Ja, und was habt ihr so heute gemacht? Tee gegessen, Kaffee getrunken. Ah, ich glaube, wir sind in der Nähe. Ah, okay. Na, wunderbar. Wir müssen jetzt erstmal den Kloss kümmern. Na, wunderbar. Scharfschützen. Nicht die Scharfschützen. Ach, komm. Na, wunderbar. Und noch ein. Basis für diese Invasion ist. Augenblick, wir empfangen eine Art Übertragung. Angesichts der Signalstärke würde ich sagen, dass sie aus diesem Sternencluster kommt. Die Hauptbasis der Geth. Lokalisieren Sie Ihre Position mit Hilfe des Signals. Dann vernichten wir Sie. Die Hauptbasis der Geth. Lokalisieren Sie Ihre Position.
Mission mit Hilfe des Signals. Wo ist denn das? Geht Bunker. Finden und vernichten sie. Ja, das wissen wir ja. Dann vernichten wir sie. So. Also. Im Grissom-System war das. So, das ist ein verdammt kleines System. Solkrum. Warnung, jetzt Gefahr der Stufe A. Das mache ich gleich. Notanban. Notanban ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gasgigant, der Spuren von Ammoniak aufweist. In den höchsten Atmosphärenschichten finden sich molekularer Stickstoff, der für die eigenwillige violette Färbung des Planeten verantwortlich ist. Die oberen Atmosphärenschichten von Notanban werden bewohnt von Schwärmen kleiner ammoniakbasierter Lebensformen, die nicht größer als das Plankton in den Ozeanen der Erde sind. Diese biolumineszenten Lebewesen werden vom Luftdruck und den Winden in der Luft gehalten und sind ständig auf der Flucht vor der Tag-Nacht-Grenze. Wenn sie dem Lächeln der Hitze Grissoms ausgesetzt werden, sterben sie ab. Aha, Zaherux. Die Stickstoff-Argon-Atmosphäre von Zaherux wird von den Solarwinden des blauen Giganten Grissom davongefegt. Seine Oberfläche besteht aus Silikatstaubmeeren, die einige Kilometer tief sind und regelmäßig zu heftigen Sandstürmen aufgewirbelt werden. Im Laufe der Jahre gingen schon viele unbemannte Sonden auf Zaherux verloren. Entsprechende Untersuchungen kamen zwar zu dem Ergebnis, dass die Verluste auf mechanische oder Programmfehler zurückzuführen waren, aber eine populäre Extranet-Theorie besagt, dass der gesamte Planet aus vorübergehend deaktivierter Nano-Technologie bestehe, die vor Millionen Jahren von einer technologisch noch unentwickelteren Zivilisation als den Proteanern gegründet wurde. Gemäß dieser Theorie stellt der Staub auf Zaherux in Wirklichkeit eine Masse des Disassemblierungsroboter da, die von Zeit zu Zeit aktiviert werden, um sich zu verteidigen. Obwohl alle führenden Wissenschaftler diese Theorie ablehnen, wurde sie dennoch nach der Veröffentlichung einer Reihe sensationeller Texte durch die Asari-Autorin Delsai Orthusa recht schnell verbreitet. Wir haben Beryllium auf einem Mond entdeckt. Was ist auf Bender? Bender hat eine dichte Atmosphäre aus Schwefeldioxid und Chlor. Technisch gesehen ist der Planet eine terrestrische Welt, aber die Oberfläche hat sich nie ausreichend abgekühlt, um eine Bodenkruste auszubilden. Der Planet ist ein Ozean aus geschmolzenem Gestein. Wie im Fall von Zaherux wird auch seine Atmosphäre eines Tages durch diese Lavende davongefegt werden. Und selbst ohne die dichte Atmosphäre wird die Oberfläche von Bender immer noch 400 Grad heiß werden. Das ist jetzt 3200 Grad, das ist natürlich auch in Ordnung, wieder jung. Kann man als riesigen Hochofen nutzen wahrscheinlich. So, Solkrum. Auf Solkrum wird das Ding sein, ne? Solkrum ist der größte Mond des Gasgiganten Notanban. Die dünne Atmosphäre besteht aus Kryptonoxen und die Oberfläche besteht aus verschiedenen Metallen mit Vorkommen Natrium. Wie bei allen Himmelskörpern dieses Sonnensystems ist auch seine Oberfläche sengend heiß in massiver Strahlung des blauen Giganten Grissom ausgesetzt. Oberflächenerkundungen können nur mit Hilfe geeigneter Schutzausrüstung sicher durchgeführt werden. Beim Anflug auf Notanban registrierten die Passivsensoren der Normen, die eine zerstückelte und verschlüsselte Übertragung von der Oberfläche Solkrums. Alle Versuche, diese Übertragung zu dechiffrieren, schlugen fehl. Sie scheint keinen von den Citadel-Völkern genutzten Softwarecodes zu entsprechen. So. Und anstatt hier die ganze Zeit zu sagen, blauer Gasgigant, blauer Gigant, warum nicht einfach Stern der Spektralklasse 0? So, wen nehmen wir mit? Wir nehmen mal Ashlyn Liaba mit Frauenpower. So. Wohin zuerst? Zur Anomalie. Ja, das ist ja der Hammer. Fängt ja super an hier mit der Wand. Schrank. So. Irgendwo hier. Ah ja, ich sehe es schon. Und da ist der Gasgigant. Sehr unrealistisch eigentlich, dass sie hier dann so lang fliegen können. Ich meine, die Dinger sind halt ziemlich heiß.
und Gravitation müssen wir gar nicht erst drüber reden. Von so einem Ding. So, eine Asari-Kapsel. Matriarchenschrift gefunden. Neben einigen Artefakten und eher wertlosen Dingen finden Sie aber auch eine der Schriften der Matriarchen, die Linaga. Ob diese hier ausgegraben oder vorher an anderer Stelle gefunden wurde, lässt sich nicht mehr feststellen. So, wir müssen da zum Ausflug. Ja, und unser netter Super Marco führt uns da natürlich auch ohne Probleme hin. So, Kackgeräte. Ist der Fiat unter den Planetenfahrzeugen, sage ich dir. Und das heißt schon was. Ich hasse Fiat. Ich Geräte. So. Schöner Mercedes, das ist es, aber das ist nur die Normandy selbst. Nicht seine Ausrüstung. So. So, ja, natürlich müssen wir nochmal über... So ein Scheiß, dieser Fahrwagen. Federung haben sie einfach ausgebaut. So. Und go. Da ist immer noch tot. Achso, da sind Raketenschützen. Ah, es ist doch unfassbar jedes Mal. So. Perfekt. Ist fehlgeschlagen. Na super. Oh Gottes Willen. Ein Verwüster. Oh Gott. Ich bin überhitzt. Deckung ist weg. Okay, wir müssen die Gate komplett auslöschen. Hey. Warten Sie an, das ist gar nicht gut. So, das da oben, ne? Du da. Wow. Ein Verwüster. Während der letzte Gate fällt, erklingt Musik von der anderen Seite des Raums. Auf dem Bildschirm sieht man einen Quarianer vor einer ergriffenen Menge, der ein Trauerlied über verlorene Welten und Unschuld vorträgt. Das aufgezeichnete Lied wird in die Gate-Welten jenseits des Perseus-Nebels übertragen. Die Transmitter deaktivierten sich. Also haben die Gate wegen eines Quarianer-Liedes angegriffen. Ja, aber natürlich! Das klingt beinahe realistisch. Ah, okay. Da ist noch ein Terminal, der geht. Na, wunderbar.
Na? Sie haben einige verschlüsselte G-Daten entdeckt. Auf diesem Gebiet geschulte Experten können daraus viel über die Entwicklung der Gates seit ihrem Kampf gegen die Quarianer lernen. So. Ausrüstung. Prinzipiell nehme ich erstmal alles. Okay, hier haben wir schon zu viele. Okay, Munitionsupgrades. 5 brauchen wir nicht. Tausende von einem Typen brauchen wir auch nicht. Polonium sowieso nicht. Kryo auch nicht. So, Wolfram haben wir ein besseres. Hä? Ach so. Okay, Okay, Was hat die derzeit? Achso, 30 Waffenwirkung, okay. Und Liaba hat gegen synthetische, okay. Gut, gut, gut. Okay, perfekt. Das haben wir geschafft. Sprechen Sie mit Tali? Ja. Na gut, das können wir machen. Das gehört noch zu dieser Folge, würde ich sagen. So, natürlich ist das die Gefahrenstufe sehr schnell hoch. So, wir müssen nach unten für Tali. Das ist falsch. Wir müssen nach unten. So. Pampawam. So, und dann ist die auch noch da hinten. Hier in der Technik. So, Tali. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Es ist wichtig. Aber natürlich. Stimmt etwas nicht? Es geht um die Daten, die Sie der Gate-Steuerungseinheit entnehmen konnten. Die Informationen, die Sie der Allianzkontrolle übermittelt haben. Ich möchte eine Kopie davon. Verstehe. Ich gehe davon aus, dass Sie diese Daten der Migrantenflotte übermitteln möchten. Diese Dateien enthalten Informationen, mit deren Hilfe wir die Gate vielleicht besser verstehen können. Sie könnten der Schlüssel dazu sein, unsere Heimatwelt zurückzuerobern. Danach gehen Sie? Wenn ich Ihnen diese Daten gebe, ist Ihre Pilgerreise vorüber. Sie werden dann zu Ihren Leuten zurückkehren. Aber nicht sofort. Ich werde so lange bei Ihnen bleiben, bis wir Saren aufgehalten haben. Aber mein Volk braucht diese Informationen. Um die Gate zu töten. Sie glauben also, dass Sie mithilfe dieser Informationen Ihre Feinde eliminieren können? Nicht sofort. Wir müssen sie erst analysieren. Das könnte Jahre dauern. Aber so können wir erfahren, wie sich die Gate in den letzten Jahrhunderten verändert und weiterentwickelt haben. Ja, ich sehe da kein Problem drin, okay? Geht in Ordnung. Fertigen Sie eine Kopie an. Mein Volk und ich stehen tief in Ihrer Schuld. Ich werde sie nie zurückzahlen können. Ich kann Ihnen nur anbieten, was ich ohnehin schon versprochen habe. Dass ich bei Ihnen bleibe, bis wir Saren und die Gate besiegt haben. Okay. Mehr habe ich nie erwartet. Ich danke Ihnen, Shepard. Gerne, gerne, Tali. Kein Problem. So, jetzt gehen wir noch kurz nach oben. Wieder an unser Pult. Sind wir hier richtig? Nein. So ist besser. Perfekt, perfekt, perfekt. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.